Ja, Shalom, Gottes Segen. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus und hiermit auch ganz herzlich einladen für die Zeltmission 2022 in Braunschweig. Wir freuen uns wirklich von ganzem Herzen, dich einzuladen dort mit deinem Wohnwagen, deinem Wohnmobil oder dir da ein Zimmer zu nehmen, Hotel etc., eine Ferienwohnung. Einfach mit uns da zusammen Gemeinschaft zu haben, Gott erleben, Geschwister, wunderbare Gemeinschaft zu haben mit Gott und den Glaubensgeschwistern dort auf dem Platz. Deswegen möchten wir euch von Herzen wirklich einladen zu der Zeltmission 2022. Und diese Zeltmission, Geschwister, findet in Braunschweig statt, dort auf dem Festplatz. Und zwar vom 30. bis zum 14.06. Und vorab möchten wir auch eine Fastenzeit haben am 28.05. Bitte euch dann wirklich, dass alle Geschwister mit uns zusammen, unseren Glauben zusammen, Geschwister, einfach legen und für diese Zeltmission, für das, was Gott dort vorhat, im Fasten einzutreten. Und wir glauben daran, dass Gott große Dinge tun kann. Und das möchten wir zusammen dort erleben. Und über all das ist ein Vers, ein Leitvers aus dem 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. Und da heißt es: Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst, heißt es da. Geschwister, lass uns Glauben leben. Lass uns bereit sein, uns zu prüfen, ob wir im Glauben feststehen. Lass uns dieses Feststehen im Glauben einfach leben, dort zusammenkommen und wunderbare Gottesdienste erleben, wunderbare Jugendstunden erleben. Ja, die Frauen werden ihre Frauenstunden abhalten und einfach wunderbare Gemeinschaft haben. Halleluja. Und ganz wichtig, lass uns diesen Platz einfach, dieser Platz sollte vorher nicht anbefahren werden, auch nicht am 28., am 29., denn dort sind dann auch Polizeiveranstaltungen und da können wir leider den Platz noch nicht nutzen. Ganz wichtig, erst ab dem 30.05. dürfen wir diesen Platz anfahren. Bitte haltet euch auch an die bekannten Regeln, wie keine Autos auf dem Platz, haltet euch an die Ordner, an die Anweisungen. Ja, wir freuen uns einfach, mit dir Gemeinschaft zu haben und laden dich hiermit auf das Herzlichste ein im Namen Jesus. Sei gesegnet, freue mich einfach, mit dir dort Gemeinschaft zu haben in Jesu Namen. Amen. Heute ist der Tag.